Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Im letzten Part haben wir den Kerker des Poltergeistes abgeschlossen und haben gegen die Ladenbesitzerin Cassandra gekämpft, die jetzt auf dem Weg nach Azkaban ist. Der Laden gehört uns und es geht weiter. Wir werden mit Poppys Sweeting interagieren. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin! Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Wir sollten nach ihm sehen. Haben wir nicht genug für sie getan? Ach komm, Gute Idee. Kümmern uns um den Drachen. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist der hinter dir her? Das hängt mit Renrock zusammen. Das will ich gerade nicht sagen. Ach komm, wir sind ehrlich. Rookwood arbeitet mit Renrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fig hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin führte. Lange Geschichte. Aber Fig bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Gut, dann warte ich... Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Genau, dann warte ich nämlich, bis du dich meldest. Ich kann dafür danken, dass sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Das freut mich. Und, Eigentlich wollte ich zur Karte und vielleicht haben wir Glück und es gibt hier noch eine Nebenmission. Aber ich glaube, soweit sind wir hier durch. Das heißt, wir können den Auftrag mit Sebastian machen, der sich natürlich in Hogwarts befindet. Muss ich nur schauen, wo genau muss ich hin? Ne, das ist nicht die Aufgabe. Ne, Moment, das ist gar nicht die Aufgabe. Ich soll mich ja mit Sebastian irgendwo an den Minen treffen. Okay, Moment, das ist hier hinten. Gott sei Dank war ich da schon. Das heißt, ich kann relativ schnell dorthin reisen, ohne den ganzen Weg nochmal zu gehen. Ich hoffe ja mal, Sebastian ist... Nicht dunkel aus. Okay, Sebastian. Das hat mich noch nie aufgehalten. Sebastian ist also schon da. Du bist hier. Gut. Und vor dem Eingang standen wir sogar schon mal, wo wir nicht reingekommen sind. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Erkunden wir die Katakomben? Stand noch was in dem Bericht des Schülers? Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Gut, Sebastian. Schülerbericht. Die Arbeiten in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der umgestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsames, geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehend zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen.
Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Katakombe von Feldcroft, ja. Aber scheinbar dürfen wir keine Gegenstände aus den Katakomben mitnehmen. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ich vermute mal ganz stark, dass hier unten wieder Spinnen sind. Tja. Wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. So, warte mal. Okay. Da hoch muss ich wahrscheinlich. Ach hier. Das die Halle zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund hier. Dieser Raum ist höher, als er scheint. Ja. Deswegen müssen wir wahrscheinlich auch dort drüben rein. Die Frage ist, gibt es hier unten noch irgendwas? Wahrscheinlich geht's hier unten weiter. Deswegen würde ich doch erstmal hier nach oben gehen. Ja, hier gibt es nämlich eine Schatztruhe. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Ist auch nichts weiter drinnen gewesen. Warte mal, da ist auch noch eine Truhe. Revelio. Oder. Okay, warte mal, doch an die kommen wir ran. Da ist auch nur ein bisschen Geld drin. Und dort unten sind weitere Spinnen. Also, ich glaube, Inferi und Spinnen sind so die. Hey, jetzt habe ich die verwandelt. Sehr gut. So. Die Tür, da geht's weiter wahrscheinlich, oder? Das ist cool, dass man die Spinnen verwandeln kann. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Na, warte mal, da gehen wir aber. Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Ja, da gehe ich aber noch Knochen nicht hin. Außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Sehr seltsam. Warum sind hier so viele Spinnen? Sehr gut. Hier haben wir nur noch ein paar Truhen. Ansonsten dürfte hier ja nichts sein. Noch eine Truhe. Oh, schwarze Nietenhandschuhe. Das heißt, wir haben bessere Handschuhe bekommen. Das möchte ich mir auf jeden Fall. Also die haben 76, die haben sie. Ah, gut. Eins besser, aber ich nehme es trotzdem mit. Die schwarzen Handschuhe passen eigentlich auch ganz gut hier dazu. So. Das Problem ist jetzt natürlich. Lumos. Ah, da ist nichts weiter drin. Okay, ich habe aber alles geöffnet. Hier oben ist noch eine Truhe, da komme ich aber noch nicht ran. Die Frage ist. Revelio. Hier beim Altar ist etwas. Ach hier. So, warte mal, da komme ich definitiv durch. Hier kann ich was einsammeln. Frage ist, geht's hier weiter oder ist das nur ein Wir sind weit gekommen, doch es gibt noch mehr zu tun. Oder ist das nur eine weitere Kammer, wo es Schätze gibt? Okay, nee, Moment.
Hier scheint es auf jeden Fall irgendwo hinzugehen. Vielleicht sollte ich mir auch erstmal den Altar anschauen. Aber hier dahinter ist ja auch noch was. Hier dahinter. Hast du das gehört? Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. So, ein bisschen Geld. Guck mal, kann ich das nicht... Reparo. Nee. Okay, da passiert nichts. Und schau mal, hier liegt auf jeden Fall noch was. Ich war so töricht, das Relikt im inneren Bereich zu erwähnen. Und man hat mir verstehen zu geben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss von meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischen Eiche sollten eine starke Initiation haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren. Aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperius-Fluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Ja, wir haben sie ja schon gefunden. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Du bleibst ja sowieso hier. Die zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Das Problem ist... Wir sollten jeden Stein umdrehen. Ja, ja. Oder besser, jeden Knochen. Ja, ja, aber hier rein komme ich zum Beispiel auch noch nicht, ne? Wenn dieser Torbogen verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch. Guck mal, da ist ein Feuer. Aber das kann ich halt auch nicht löschen, ne? Revelio. Um hier irgendwie reinzukommen. Nicht wirklich. Okay, warte mal. Du kommst ja da nicht rein. Aber ich könnte ja hier durchgehen. Das heißt, ich komme wahrscheinlich dann von der anderen Seite zu dir oder so. Und hier braucht ich, glaube ich, Lumos, wenn ich das richtig gesehen habe. So, dann wollen wir mal schauen. Hier ist auf jeden Fall was mit Knochen. Okay, warte mal. Revelio. Moment, das haben mich erstmal ein hier, die Pilze. So, hier komme ich ja wieder hoch, das ist kein Problem. Lumos. Mit Lumos sollte ich hier theoretisch gesehen. Nee, hier komme ich nicht durch. Okay, warte mal. Feuer sollte eigentlich das Problem lösen. So.
Okay, Gebeine, sehr schön. Die kann ich auf jeden Fall ja zu einer Knochenbrücke, denke ich mal, reparieren. Hey, warum geht das nicht? Na. Ah. So, einmal hier dran, dann sollte sich eine Brücke bilden, ja. Reicht das schon, um hier drüber zu kommen? Oder gibt es hier noch andere Knochen? Warte mal, da sind auch noch ein paar Knochen. Ja. Okay, das hat geklappt. Sehr gut. Wackelige Knochenbrücke steht. Ja, wackelige Knochenbrücke steht. Das Problem ist... Oh, jetzt bin ich hier hinten in der... Nämlich alles mit einem Teleskop habe ich bekommen. Einmal da. Einmal da. Das sammle ich ein. Das heißt, hier ist jetzt auf. Aber ich komme dort unten halt noch nicht rein. Brauche ich auch wahrscheinlich... Ach, Moment, ich habe eine Idee. So, einmal da. Es müssten hier noch woanders Knochen sein. Ja, da sind auch noch Knochen. Und dort oben lag noch was zum Einsammeln. Hier oben lag noch was zum Einsammeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder täusche ich mich da? Ah, das ist weiter... Ah, nee, da. Da ist noch was. Nicht identifizierbarer Gegenstand. So. Mit Knochen öffnet sich auf jeden Fall... Hallo? So, jetzt sollten sich eigentlich die Türen öffnen lassen. Oder fehlt noch was? Fehlen noch mehr Knochen. Hier sind auch noch Knochen. Okay, das Tor ist auf jeden Fall jetzt mit Knochen. Es hat geklappt. Ja. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Du bist ja lustig. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Was denn? Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Natürlich möchte ich das. Wo hast du den Imperiusfluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Okay, dann wollen wir mal den Imperiusfluch. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Ja. Der Zauber ist komplex. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Einmal Imperio gelernt. Einen zweiten unverzeihlichen Fluch. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Okay, Imperio, es zwingt Gegner vorübergehend dazu, an deiner Seite zu kämpfen. Okay, wollen wir das doch glatt mal ausprobieren.
Okay, das war jetzt nicht so besonders, muss ich sagen. Warte mal, hier kommen wir nicht durch. Der Weg ist blockiert. Und hier drüben warten noch mal ein paar Spinnen auf uns. Okay, die Spinne kämpft definitiv für uns jetzt. Aber die Frage ist natürlich, wie lange da. Machen die mal platt auf jeden Fall. So. Oh Mann. Ich wusste nicht, dass Spinnen so eine Sauerei machen. Ja. Bisschen dramatisch, hm? Das ist echt krass. So, das Geld nehmen wir mit. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Eingang, wo ich... Diese Katakombe ist verfallen. Moment. Wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr. Ach nee, die Truhe kann ich so öffnen. Ich habe gedacht, ich muss mich hier unsichtbar machen. Aber das brauchte ich doch nicht. Sehr gut. So, jetzt muss man eigentlich noch. Warum verbrennt das nicht hier? Hier kann ich schon durchgehen. Ist aber nur eine Truhe. Oh, was ist das? Nehme ich alles mit? Nehme ich alles mit. Okay, dann geht's auf jeden Fall weiter. Also ich sammle einiges an Gegenständen, aber unser Weg führt uns ja hier oben weiter, wenn ich das richtig sehe. Oder mal, da sind wir nicht durchgekommen. Ja, ich vermute mal ganz stark durch die Tür hier weiter. Machen wir das im nächsten Part? Ich würde mal sagen, ja. Wir gucken natürlich nochmal hier rein. Ich glaube, da brauche ich wieder Knochen. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Okay, also da sind definitiv Knochen. Die jetzt hier nach hinten müssen. So, und da müssen wir mal schauen. Da sind Knochen dahinter. Aber welches? So. Das hat geklappt. Weiter. Hallo, ich will. Ich will doch zu der Spinne. Ich muss die Dinger auf jeden Fall länger rausziehen. So, wo ist das, was dahinter? Da ist eine Truhe dahinter. Also ich muss auch noch die richtige Reihenfolge rausziehen, ne? So, das. Das war richtig, sehr gut. So, wo ist das letzte Skelett dahinter? Da ist eine Truhe dahinter. Also da brauche ich auf jeden Fall das und das Runde. Die Frage ist, das müsste das sein.
So, dann müsste sich nämlich das hier öffnen. Revelio. Und jetzt fehlen mir noch die Knochen. Okay, das ist eigentlich relativ einfach, ne? Das nehme ich mit. Und dann brauche ich noch den Kreis. Müsste ja der sein. So. Dann müsste sich auch dieses Tor öffnen. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Das war echte Knochenarbeit von mir. Aber wie es hier weitergeht, erfahren wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.